reich. Dunkel bunt. Regentag. Und das Wasser. Der Künstler wurde in Wien geboren, eigentlich hieß er Friedrich Stohwasser. Er besuchte im 15. Bezirk die Volksschule. Weil Stoh auf Kroatisch 100 bedeutet, nannte er sich 100 Wasser. Er wollte wie die Kinder malen. Seine Lieblingsformen sind Spiralen und Regentropfen. Und das Wasser liebte die Natur. Er plantet auch Wohnhäuser, wie das Hundertwasserhaus im 3. Bezirk in Wien. Da gibt es mitten im Haus plötzlich Bäume. Bei der Therme in Blumau sind sogar die Dächer mit Wiesen bedeckt. Im Kunsthaus Wien wächst ein Baum aus dem Haus. Den nannte der Künstler Baumütter. Und das Wasser wusste, dass wir die Natur brauchen. Pflanzen helfen uns, weil sie die schlechte Luft wieder in gute umwandeln. Wasser ist für alles Leben nötig. Hundertwasser trug keine feine Anzüge. Seine Kleidung war bunt. Er liebte es, eine Kappe am Kopf zu haben. Er lebte gerne auf einem Segelboot, das er Regentag nannte. Seine Bauwerke sind bekannt in der ganzen Welt. Zum Beispiel in der Verbrennungsanlage in Spittelau in Wien. Die Türme seiner Bauwerke haben fast immer die Form einer Zwiebel. Auch eine Kirche in der Steiermark wurde von Hundertwasser umgestaltet. Eine Idee von Friedensreich war, dass jeder Bürger sein Fenster so weit bunt gestalten dürfte, wie seine Hand aus dem Fenster reicht. Das nannte er Fensterrecht. Friedensreich Hundertwasser starb am 19. Februar 2000. Die 2W der Reichsapfelgasse war genau 13 Jahre später im Kunsthaus Wien und beim Hundertwasserhaus. Komm vor bis zum Weißen. Schau in die Kamera. Im Kunsthaus Wien wächst ein Haus aus dem Baum. Den nannte der Künstler Baumütter. Müssen wir nochmal machen. Bei dir wächst das Haus aus dem Baum.